Hallo und herzlich willkommen zu einer komplett neuen Reihe. Wie wollen wir die nennen? Test Me? Ja, zu einer neuen Reihe Test Me. Komplett neu. Und ich habe jetzt hier als erstes Spiel zur Auswahl mir gewählt My Café Recipes and Stories mit unserer eigenen Stadt. Komme ich später nochmal drauf zurück. Na komm, mach Hacke. Wenn das hier immer so lange dauern würde, war. Hier rum geht's in dem Spiel, man müssen die Gäste abfertigen. Mit Spezialwünschen. Wie hier, was hat er hier? Tibetanischer Tee mit Anis und Zimt. Guck mal, gleich mal. Ich habe noch keine Ahnung, ist ja super. Fängt ja gut an hier. Ich mache mit nebenbei. Jo, mach das. So, jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen Anis. Anus, Anis, wie auch immer. Wo habe ich denn die Ratte hier? Wo habe ich denn jetzt das Rezept gehabt? Ach hier. So, da brauchen wir Tee, Zimt und Anis. Tee, Zimt und. Was ist jetzt dieses blöde Anis hier? Ein Anis, wow, bin ich reich. Verpassen wir den mal. So, und jetzt haben wir hier zum Beispiel, jetzt will der was anderes haben. Cupcake mit Honig, Kokos und. Was ist das für den? Geil, gar nicht. Was war das jetzt? Das hab ich wieder vergessen. Cupcake. Ja, man muss sich halt alles merken. Zimt, Kokos, komm her. Handy. Und Galliant. So, da gibt es natürlich auch Events und alles. Das werden wir mal in einer separaten Folge machen. Ist immer am Wochenende. Wir haben nämlich gerade. Beziehungsweise läuft eigentlich gerade ein Event, aber irgendwie hat er es gerade nicht. Ja, das müsste mal dich kurz aufnehmen. Dann können wir mal dich reinschneiden. Ich habe gerade eh nichts zum Ausfüllen, also ist gerade nicht da. Ja, du kannst da nur Matthias einsetzen. Ja, das kostet aber auch 50, ich habe nur noch knapp 400. Mann, bist du arm. Okay, dann guck mal hier nochmal. Was wollte der sagen? Das, dann brauchen wir das und Katamon-Gi. Geben die Indit. Aha. T. Würde mir gar nicht geben. Ja, wie gesagt, unsere Bedienungen geben uns nicht nur Geld, die geben uns auch irgendwelche Gewürze. Je nachdem, welche man auswählt. Ja, gibt sehr viel zur Wahl, können wir dann auch mal reingucken. Die. Eigentlich gibt es da nicht viel zu zeigen. Ja, das Spiel muss man einfach erleben. Was wollte der jetzt von mir? Du bringst mir das Konzept gerade. Galgant. Galgant. So, da habe ich das Geschenk erhalten und ich habe den abgefrühstückt. So, hier kommen wir dann zum Beispiel zu den Stories, wo der hier zum Beispiel irgendjemandem irgendwas geben will und dafür braucht er halt bestimmtes Tee. Aber ich will jetzt gerade nicht gerade Level upen, deshalb lasse ich das mal. Thema Geschichten. Haben wir hier genug, die wir uns reinzwitschern können. Von früh bis abend. Gibt echt zahlreich viele Geschichten. Bloß am Rand. Was gibt es jetzt noch zu sagen? Die ganzen Rezepte. Die kommen dann je nach Level dazu. Hier unten haben wir zum Beispiel noch sehr viele, die ich noch entdecken muss. Ich habe da nicht mehr so viele. Jawohl. Naja, Bei aber. Milch und Milchshakes ist noch viel. Weil es ist ja jetzt in den neuen Updates ein Shaker dazugekommen. Ja, stimmt, das habe ich ja noch gar nicht so weit gerade. Nee. Das kommt bei mir erst noch. Du kannst dir Ich muss die. auch noch warten auf den Shaker, der kommt mit Level 9, mit Level 30. Ich bin Oh. gerade 27. Oha. Wir haben auch die Möglichkeit, wenn wir wollen, ein bisschen zu designen. Ich selber habe mir ausgewählt Nordlicht. Da gibt es noch sehr viel Auswahl. Muss mal weiter unten gucken. Es wird zwar schön teuer, aber das sieht auch richtig geil aus. Also hier gibt es sehr viel.
Man hat hier auch die Möglichkeit, Geld einzusetzen, wie immer. Wir sind ein gutes Beispiel, wir setzen Kohle ein für das Spiel. Aber das ist halt auch bloß, weil wir da bestimmte Vorteile haben, die wir sonst nicht hätten. Ja, wie das hier zum Beispiel mit dem Brunnen, das wollte ich eigentlich haben. Können wir ja machen. Ja, das kostet 7,99 €. Kein Problem. PayPal macht's möglich. Nee, Payback macht's möglich. So. Muss ich auch beeilen, das geht nicht mehr. Ich brauche 24 Stunden, dann kriege ich den Scheiß. Das geht noch. 4 Tage. So schaffe ich schon. Ja, was haben wir jetzt noch? So, dann haben wir das durchgekaut. Dann gehen wir mal zur Stadt. Ich weiß nicht, ob die Person mit zuschaut. Gerade rein zufällig mal mit reingeschnackst. Hier gibt es das Event mit den Punkten, wo wir eigentlich Aufgaben bekommen. Es geht in 19 Stunden wieder los bei uns. Ja, morgen Mittag rum. Mensch, Schnecke, du bist aber immer arschweit oben, ne? Ja. Du bist immer erster Platz, Schweinerei. Ja, überleg mal, wie viele Aufgaben du gerade mal gemacht hast. Ja, ich weiß. Ich bin froh, dass ich überhaupt das Maximum überschossen habe, was hier sein muss. Zumindest ein dickes Lot geht ja an die Milli, die macht eigentlich immer mit, würde ich sagen. Ganz selten, dass sie mal nicht macht. Und wenn sie sogar sagt, sie hat keine Zeit, macht sie mindestens 3-4 Aufgaben. Jo, Minimum. Aber wer sich abmeldet, darf, braucht dann halt nichts machen. Solange es nicht so oft passiert, ist es mir auch egal. Wir selber sind vertreten. Man mag es nicht glauben. Echt total bescheuert. Wir sind 6-mal vertreten. Ja, das hier oben, Platz 1, Platz 2, Platz 3, Platz 5, 6, 6 und 8 sind wir. Alleine. Der eine Account von uns, da war jetzt schon mindestens, also über 60 Tage nicht online, ne? Ist ja nicht so schlimm, sind wir ja selber. Ja, aber trotzdem. Ja, zur Not kriegt man halt erstmal raus. Und so ein Spiel einfügen. Ich habe das Wochenende aber zeitlich nicht geschafft. Beziehungsweise keine Aufgaben. Oder der PC hat eine Macke. Zumindest, wir wollen auf alle Fälle die One Love Bar einholen. Die knacken den Burner hier. Das geht nämlich gar nicht. Die schießen jeden Event, schießen die mit Platz 1 voraus. Voll schlimm. Also, jetzt zeige ich das noch schnell. Wer gerne möchte, kann gerne in unsere Stadt eintreten. Name steht hier oben. Koort sei da. Wer da gerne will, kann gerne mit reinkommen. Es gibt eigentlich nur eine Regel von uns in dieser Stadt. Man muss jedes Event mindestens 3 Aufgaben erfüllen und wer 3-mal nicht mitgemacht hat, fliegt wieder. Oder sollte mir jetzt Bescheid geben, dass er gerade nicht kann. Das kann ja immer mal passieren. Internetprobleme oder so haben wir ja selber auch öfters. So. Kann man auch über BlueStack spielen. Mhm. Auf dem Computer. Ich wollte eigentlich auf BlueStack spielen, aber bei mir will der Computer gerade nicht. Leider Gottes. Also muss ich es auf dem Handy spielen, worauf ich eigentlich ehrlich gesagt selber keine Lust habe. Aber mir bleibt ja nichts Besseres übrig, ne? Achso, ja, ihr immer es vergisst, man kann auch hier die Städte ein bisschen umpitzeln und basteln. Wer möchte, man kann seine Gebäude updaten. Könnte ich auch schon machen, warte aber auf eine bestimmte Aufgabe dann später. Hast du eine Aufgabe mehr, ne? Achso, ja, stimmt, ja. Wenn man updatet, ich habe jetzt gerade pro Fest 4 Aufgaben mehr. Wenn ich das jetzt nochmal update, habe ich 5 Aufgaben mehr. Ich machen kann. Maximum Minimum ist, wenn man nichts updatet, sind 5 Aufgaben, ne? Ja, ich glaube 5 oder 6. Wir haben hier auch Kassen in dem Spiel, wo man Zeug einzahlen kann. Moment, wir haben auch eine Fundgrube, wo wir Auszahlungen machen können. Wir zahlen auch jedes Event aus bei wenn uns. Wenn man es nicht vergisst. Ja, wenn man es nicht vergisst, kriegt man das halt, was man vom Platz erreicht hat, kriegt man dann ausgezahlt an Dias und Rubine. Dafür habe ich einen Rechner auf dem Computer. Genau. Bei den anderen Zeug hier, was ja noch ist, die Gewürze und so, wenn das bis dahin freigeschaltet ist, brauchen wir nochmal sich kurz melden. Hier, du, ich brauche mal 4 Rosa einer Geschenke, kein Problem, schick mal rüber. So, wenn natürlich einer von euch gerne möchte und zuverlässig genug ist und nicht einfach irgendwen rauskickt, wird man sogar zum Stadthelfer ernennen. Kann ich nämlich hier tun. Hier, Rolle zuweisen, haben wir schon, Assistent. So, die Plätze darf aber nur ich vergeben. Komisch, ne? So, ja, das wäre eigentlich das Spiel My Cafe, Recipes and Stories.
Mehr gibt's dazu nicht zu sagen zu dem Spiel. Oder? Eigentlich nicht, ne. Wir werden wahrscheinlich am Ende nochmal ganz kurz einen Einschnitt von Xenogirl mit reinhauen. Wo man das nochmal kurz was sieht und dann wäre es das dann auch gewesen. Dazu sagen wir auch nichts weiter, wir zeigen nur was. Oder? Weiß nicht. Na, ich wollte ja bloß das mit diesen Aufgaben dann zeigen, wenn es soweit ist. Sag mal, dass dann nochmal Events kommen mit den Autos und ja, so. Am Wochenende denn, oder was? Ne, mit den Autos, ja. Das wollte ich kurz reinschmeißen bei dir. Du kannst sie jetzt auch wieder annehmen, glaube ich. Ne, das dauert 2 Stunden. Dann aktivierst du sie, schick dir das von der Bank. Gut, so in der Scheiße. So. Alles klar. Dann. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von Test Me. Voraussichtlich mit dem nächsten Spiel war bis Ben's Hund. Das hier. Kingdoms. Das ist sozusagen so ein Disney-Spiel. Ja, ich hab gerade Fackel die Lage. Okay, dann sag mir klipp und klar. Ciao und wir sehen uns zur nächsten Folge von Test Me. Und tschüss.